Willkommen zu The Recottoning, dem besten Podcast Österreich. Heute haben wir die dritte Folge von The Recottoning. Und wir haben heute den 20.11.2014. Mein heutiger Gast ist Stefano. Und ich bin Paul, wie immer. Und wir wollen gleich einmal, also die Folge heißt Wien Mitte, wirklich der einfachste Name überhaupt. Und es geht auch um Wien Mitte, weil dort sind die ganzen Morde. So prägend könnte man es eigentlich nicht, man könnte es nicht prägender aussehen. Ja, eben. Und vor allem, es ist nicht mehr so, wie heute Folgen genannt werden, keine Ahnung, von irgendwelchen anderen Krimiserien, wo es irgendwas Spezielles sein muss. Nein, es ist einfach nur Wien Mitte, weil dort passieren die Morde. Und tauchen wir gleich ein, wir haben einen neuen Kottern. Der von den ersten zwei Folgen ist weg, außer das eine Foto. Du kennst ja überhaupt nichts, gell? Nein, ich habe die anderen Folgen nicht gekannt. Das ist meine erste Kottern-Folge in meinem ganzen Leben, an die ich mich erinnern kann. Ich war schwer begeistert und muss auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der alte Kottern besser war. War auch nicht. Der letzte Kottern, wir haben das in den vorigen Podcasts behandelt, er schauspielert wie ein Sack Kartoffel. Also der jetzige ist wesentlich besser, er ist charmanter, er hat eine perfekte Rotzbremse. Es ist, wie gesagt, also ein Wahnsinnstyp. Also der Typ, er schauspielert auch nicht schlecht. Und ich muss sagen, generell, die Folge ist auch besser als die vorigen zwei. Es gibt zwei Morde, das ist in Ordnung. Das ist, glaube ich, Krimi-Durchschnitt, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie viele heutzutage, ich schaue nicht so viele Krimis. Aber jedenfalls, was waren deine Eindrücke? Da muss ich gleich mit der Rotzbremse fortfahren. Der Schnauzerschoner, den habe ich extremst gefeiert. Ich konnte nicht alles. Du hast gar nicht gewusst, was es ist, gell? Nein, tut mir leid, ich bin ein absolutes Nordkind. Okay, um für die Zuhörer einen Kontext zu zeigen. Also, Kottern liegt im Bett mit seiner Frau und schnarcht umeinander. Sehr christlich. Und, ja, genau. Und der Stefano so, was ist das um sein Gesicht umeinander? Was ist das? Und ich so, ja, das ist ein Schnurrbartschoner. Und du hast überhaupt keine Ahnung gehabt, was es ist, gell? Negativ. Nein, weil das gibt es heutzutage nicht mehr. Also für die Zuhörer, es war mehr oder weniger eine Binde fürs Gesicht, oder? Es war eine Binde. Es war eine Binde, die man ums Gesicht geschnallt hat, damit man eben dem Partner während ein Löffelchen... Vor seinen Körperflüssigkeiten schützt, ähnlich wie eine Binde, nur nein, war das nur halt... Nein, in dem Fall halt seine Barthaare, ja, damit man den Gegner, sein Partner nicht kitzelt mit den Barthaaren während danach, was ich vollkommen verstehen kann. Also ich möchte, also weißt du, ich verstehe das, ja. Ich sehe sowas nicht mehr. Weißt du, der H&M oder der C&A haben heute nicht so eine moderne Version von... Es gibt genug Hipster mit Bart heutzutage wieder. Schau dich an. Und schau dich an. Du sitzt ja, mir hier entgegen mit einem wundervollen, absolut toll gepflegten Vollbart. Und ich denke, das gibt's doch nicht mehr. Heutzutage schützt man sich nicht mehr vor einem Bartwuchs. Das gibt's nicht. Ja, aber naja, wir schützen uns nicht vor einem Bartwuchs. Auch gegenseitig nicht. Ja, cheers. Cheers. Jedenfalls... Der Bart war etwas Großartiges. Er weiß, wie man einen Schnauzer trägt. Vor allem, weil er Adolf heißt und er hat einen richtigen Bart, nicht diesen lächerlichen Mini-Bart mit Mini-Bart vom anderen Adolf, den wir kennen. Ja. Den anderen Österreicher mit Bart, aber der Bart, Wahnsinn. Und generell, die Folge war sehr gut strukturiert. Ich fand die erste Mordszene sehr gut. Mit dem Obdachlosen. So einen Obdachlosen findet man heute in Wien, glaube ich, nicht mehr. Nein, da war wirklich noch Stil. Man möchte sagen, für einen Obdachlosen Hut an. In Wien, er hat einen Hut auf, er hatte Stil und er hatte irgendwie noch Klasse. So ist ja, man heutzutage gekommen. Ja, ja. Nee, er hat, wobei, er schaut auf, nein, also er ist kein Obdachloser, er ist ein Sandler. Richtig. Er ist ein richtig, Sandler. Richtig. Also ein wirkliches, wirkliches altes Wiener Obdachlosengesicht. Der Typ ist definitiv tot. Ich glaube nicht, dass der Schauspieler heutzutage noch mehr lebt. Sonst wäre er 100 oder so. Nein, aber ich muss auch sagen, das Intro war, wir sind schon wieder vorne, hinten, Mitte, wir gehen durch die ganze Folge durch, aber das ist egal. Jedenfalls, das Intro, das war lang. Wo er mit dem Auto fährt und dann so, da ist der Hauptcharakter, so heißt die Folge, dann kommt der Titel von der Folge. Weißt du? Wie mit? Das hat 3 Minuten oder so gedauert, wie der umeinander fährt. Außerdem, sein Auto ist der Wahnsinn und wird
von hinten und vorne gepudert. Ja. Ich weiß nicht, wie oft? Dreimal, oder? Dreimal. Dreimal erwischt das Auto jedes Mal, also zweimal die Fronttür. Na, genau, zweimal die Fahrertür und dann einmal die Rückbank-Beifahrerseite-Tür. Ah, so gut. So ein, weißt du, so ein schönes, altes, weißes, französisches, oder? Renault. Ein Renault, ja. Und einfach, bam, das Auto, die Flügeltür wird einfach weggerissen. Und da haben wir auch gleich in der ersten Szene, nachdem es abgerissen wird, nachdem er aus dem Hotel am Anfang, wo er seine erste Festnahme macht, die eigentlich nur quasi zeigen soll, dass er eh noch der Kottern ist. Ja. Aber sonst wird ja eigentlich nichts wirklich mit der Szene gezeigt am Anfang. Aber es zeigt den echten Wiener Ticketcontrolleur. Der, also nicht Ticketcontrolleur, den Kieberer. Den Kieberer, einen echten Kieberer mit seinem, ich weiß nicht, war das seine Dienstkleidung? Ich gehe schwer davon aus, dass aber das damals so ausgesehen hat. So ein Gefries bist du gelähmt. So sieht man... Nein, wirklich, ich muss sagen, generell die Schauspieler, alle schier. Oder fast alle schier. Aber realistisch. Echte Menschen. Ja. Echte Menschen. Man hat sich wirklich in das Wien der 1980er Jahre hineinversetzt gefühlt. Man hat geglaubt, dass man in Wien ist. Man hat geglaubt, dass das echte Menschen sind, dass das echt passieren könnte. Nicht irgendwas Herausgehobenes wie heute in, keine Ahnung... Top Stories. Ja, oder was ist sonst noch? Was ist der. Ja, oder jeder. Schnell ermittelt oder irgendwas. Ja, irgendwas in der Richtung. Ja, genau. Oh, etwas, was. Da geht es noch um echte Menschen, um echte Charaktere. Du glaubst denen noch wirklich, dass sie Menschen sind. Und dazwischen wird halt wesentlich mehr als in den Folgen davor viel mehr Humor reingeschoben. Und sie brechen die vierte Wand, indem sie mit dem Publikum reden. Das wollte ich genauso sagen. The Fourth Wall, die vierte Wand. Ich fand das. Und es ist Mittel sondergleich. Es ist super, oder? Ja. Mit der Zeitung gleich am Anfang. Ja. Der Kollege vom Kottern hat eine Zeitung in der Hand, die kyrillische Schriftzeichen oben hat. Und er so, na, sprichst du Griechisch? Und er so, na, aber wir können doch keine österreichische Zeitung mehr zeigen. Was in dem Fall eh wahrscheinlich die Krone gewesen ist. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Was könnte man da noch zeigen? Und was genauso toll war, also der Obdachlose war ein Wahnsinn. Vor allem, er hatte die beste Geschäftsidee überhaupt, weil sie ist auch verwirklicht worden in Wien. Nicht in Wien-Mitte, aber am Karlsplatz. Er hat von einem Münzklo geredet. Und das Münzklo gibt's jetzt in Wien am Karlsplatz. Redest du von dem Mozartklo? Natürlich rede ich vom Mozartklo. Der Typ hat vor 25 Jahren, vor 25 Jahren schon gewusst, wo man's Geld macht. Der Typ hat genau richtig, nur tot. Vielleicht ist das Münzklo jetzt von seinem Sohn oder so. Man möchte aber einwenden, dass er nicht der Folge entsprechende Musik zu diesem Einfall verwendet hat. Aber Knocking on Heaven's Door wäre da auch sehr gut gekommen. So heutzutage gut. Ertönt dann halt Knocking on Heaven's Door und dann stirbt die Person. Also ich weiß nicht, die Folge hat generell so viele Stilelemente und so viel mehr im Hinterkopf gehabt als die Folgen davor. Sie haben mit dem Publikum geredet, sie haben die Musik verwendet, so richtig englischsprachige Musik, für die passend war, jeweils für die richtigen Szenen. Sie haben die Kamerastellungen waren sehr interessant, wo sie die Frau verhört haben. Weißt du, wo es immer aus der Kollegensicht und dann aus der Sicht vom Kottern war. Also sie haben sich irrsinnig so viel mehr Mühe gegeben als in den Folgen davor. So viel mehr Mühe. Und der Kottern ist auf einmal nicht mehr rassistisch. Die Jugos sind auf einmal ganz nette Leute, laut seiner Meinung nach. Weil davor, in den vorigen zwei Folgen, waren die Jugos, also in der ersten Folge gleich, du kennst sie ja nicht, aber in der ersten Folge gleich waren die Jugos sein erstes Ziel für den Mord, dass die das gemacht haben. In der zweiten Folge ist er darauf angesprochen worden und er hat gesagt, nein, das ist klar, dass es die Jugos waren. Gewesen wären, wenn es nicht die andere Person gewesen wäre, die Österreicherin gewesen wäre, also der Österreicher gewesen wäre. Und jetzt sagt er, nein, was soll mit denen sein? Und dann kommen die zwei Gefraster. Die zwei Kinder. Die zwei Geschroppen. Die haben dir besonders gut gefallen. Ja. wenn die von der Polizei sind, dann lass ich mich da einstechen. Ist richtig schön. In die Halsschlagader. Und er sagt, wo? Und er so, na da lass ich mich einstechen. Genau, mitten in die Halsschlagader. Ja, dann das führe ich jederzeit aus. Vor allem, er sagt noch, eine gute Forschung.
Das Kind sagt zur offiziellen Dienstmarke vom... Von der Kriminalpolizei. Ich glaube, das gibt's heute... Ich weiß nicht, gibt's das heute noch? Ich glaube nicht, ich habe das nie wieder gesehen. Das ist damals, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es war so eine... Immer. Das war so eine Medaille im Endeffekt. Ja, eigentlich wie eine Philharmonikergröße. Ja, genau, mit einem Kettel dran und das hat man anscheinend umeinander geführt und herzeigt, wenn man sagen wollte, dass man von der Polizei ist. Und ich glaube, das gibt es heutzutage nicht mehr. Ja, also ich habe es nie gesehen, wobei ich habe auch nie mit der Polizei zu tun. Ja, Zeit, dass wir es provozieren, oder? Sollen wir mal schauen, wie es wirklich genau, drauf ist. Genau, sollte man ein bisschen umeinander anstecken kann. Ja, und ich muss sagen, die Folge hat auch die besten Technologien der damaligen Zeit hergezeigt. Eine Sofortbildkamera und dann den Videoprojektor. Der war ein Wahnsinn. Man muss ja nicht mal mehr kurbeln, bitte. Das hat mich wirklich sehr schockiert. Es war ein Koffer mit einem 8mm Filmabspielgerät mit einem Kabel raus, damit man es am Fernseher anschließen kann. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, und Fernsehen natürlich. Fernsehen wurde mehrmals geschaut und ich muss sagen, der Gott, die waren angeklebt am Fernseher. Durchaus. Und die beiden, das Pärchen hat sich, vor allem, weil das Beste ist ja, Cotton, der Schauspieler, ist ausgetauscht worden, aber die Frau ist noch die gleiche und das Bild vom alten Cotton ist in der Wohnung vom neuen Cotton, der noch immer der gleiche Cotton ist vom Charakter her, aber der Schauspieler ist ein anderer. Und der vorige Cotton hat eindeutig weniger Haare gehabt als der neue. Eindeutig weniger. Und so, oh, er ist jünger geworden, um ungefähr was, 8 Jahre oder so. Mindestens um 8 Jahre jünger geworden. Also ich muss sagen, technologisch, also es war wie eine Folge CSI, nur aus dem Jahr 1980. Schätzungsmotiv. Vor allem, weil die Spurensicherung, es gab Spurensicherung erstens und die Spurensicherung hatte ein weißes... Sie hatte einen weißen Jumpsuit an, wie man es heutzutage von CSI kennt. Ja. Aber eine Pelzhaube auf dem Kopf. Es war auch kälter als am Vortag. Laut dem Sandler, der das sehr authentisch ermittelt hat. Ja, das ist jeden Tag immer... Und die Summe, um die es ging, dass jemand gestorben ist, war lächerlich. Wenn man es jetzt zurückschaut. 1 Million Schilling. Das ist nichts. 1 Million Schilling. Also selbst mit Inflation sind das vielleicht 140.000 Euro oder so. Okay, nein. Also ich würde niemanden für 140.000 Euro umbringen. Das ist für mich, da ist die Schmerzgrenze definitiv zu niedrig angelegt. Naja, schau mal. Du bist bei der Rettung, ja? Also mit mir kann man reden, ich bin ja nicht so. Oh, und der, wir wissen jetzt auch, dass der Cotton einen Chef hat, der... Den Herrn Oberstleutnant. Ja, der vor allem eine sehr sexuelle Beziehung zu Fliegen hat. Und zu seinem Fliegenbracker im Speziellen. Er hat nämlich keine Waffe in seinem Hafter, in seinem Waffenhalfter, sondern er hat einen Fliegenbracker, einen Teleskopfliegenbracker, den man zusammenstecken kann. Mit Lederklatsche, bitte. Ja, das ja, sieht man heutzutage nicht mehr. Oldschool, nicht diese Plastik-Klumper-Dinger, die nach 10 Mal kaputt gehen. Nein, einen wirklich exzellenten Fliegenbracker. Und er ist auf der Suche immer nach seinem nächsten Opfer, vor allem weil er gleich am Anfang eine erschlagen möchte und der Kollege vom Cotton sagt, nein, das ist der Franz. Das ist der Franzi. Ja, der Franzi. Und ich so, wer ist der Franzi? Und sie, na, die Fliege ist der Franzi. Und die ist ausgestopft. Das ist das Hobby vom Schrammel. Übrigens, Schrammel finde ich immer noch einer der besten Namen für einen Polizisten überhaupt. Ich hatte einen Kollegen in der HTL, der hieß Schrammel. Und wirklich? Mich würde sehr reizen zu wissen, ob der einmal Kibarist geworden ist. Ich meine, ich möchte da entschuldigen bei allen zuhörenden Polizisten, aber das muss man einfach mal sagen. Das muss in Ordnung sein. Absolut. Oh, und Disney. Die Disney-Referenz, die fand es ich hat, auch. Es hat eine Disney-Referenz gegeben. Ich weiß nicht, ich schätze mal, sie haben einfach andere Schreiber für diese Folge bekommen als wie die davor. Besser. Einfach jüngere oder bessere oder beides, weil... Es gab wirklich den Spruch, dem Ingenieur ist nichts zu schwör, weil er nicht aus seinem fucking Sicherheitsgurt rausgekommen ist. Beim Auto. Er hat versucht, mit der Zange die den Sicherheitsgurt aufzumachen.
was verdammt crazy ist. Also ich glaube, ist mir noch nie passiert, dass jemand aus dem Handschuhfach eine Zange rausnimmt, weil ich nicht aus meinem Sicherheitsgurt rauskomme und sagt, okay, ich mache das jetzt einfach mit zwei Schnippschnaps und dann bist du draußen. Hat ja auch nicht funktioniert. Hat eben nicht, ja eben, das ist das Der Versuch war es wert, muss man schon sagen. Ja, und vor allem eben wegen absolut Daniel Düsentrieb ist mehr oder weniger indirekt referenziert worden. Das fand ich absolut großartig. Oh, und die UNO City. Damals gab es da rundherum nichts. Es ist für mich unvorstellbar. Drei Blocks oder so. Ja. Nichts dort. Oh, und Smog, Down oder Nebel. Ich war mir nicht sicher. Ja. Weil es war Fasching. Und ein Wahnsinniger in einem Faschingskleid. Heutzutage wäre das ein Halloween-Kleid. Aber damals ein Faschingskleid ist... Ich weiß nicht, was das für ein Monster war. Was hätte das sein sollen? Eine Ding? Genetische Abnormalität. Ja, weil ein Ding war es definitiv. Zum Wohle. Cheers. Ey, liebes Publikum, wir flößen uns nur ein bisschen Zielwasser an. Die heutige Folge wird gesponsert von Ethanol. Sie wollen es, wir wollen es, wir tun es. Warum tun Sie es nicht? Nice, high five. Wenn jemand das voll aufgedreht hat, schnalzt das dann nur beim Audio, weil ich normalisiere das definitiv nicht. Total natural hier, bitte. Ja, total natural. Übrigens, wir sind auch nackt vom Mikro, weißt du. Woohoo! Ja, wir packen es aus. Ja, nein, also... die UNO City war ein Wahnsinn, also nur in einer Fernaufnahme gemacht, weil anscheinend einer von den, genau, die von einem der Räuber, weil die Folge hatte ja so viele Levels. Es hatte einen Mörder, es hatte zwei Banküberfälle, die zwar nicht vorgekommen sind, aber es hatte zwei Banküberfälle. Dann hatte es eine Versicherungsding auch noch mit eingewoben. Also da hat sich jemand Mühe gegeben bei dem Fall, den zu schreiben. Und das Beste war eben, dass dann eben, sie waren eben bei der UNO City, eben bei einem von den Wohnblocks, und da haben sie eben die Edith besucht, und die Edith hat gewusst, wie man lebt, weil sie hat eben ein Schnittlauch. den Schnittlauch. Also, sie hat eben genau neben dem Bett, warum auch immer man das neben dem Bett stehen hat, eine Hanfpflanze gehabt. Und der Schrammel gleich so, na, was ist denn das? Ist das ein indischer Hanf? Und sie, ich muss sagen, die Leute wissen, wie man zurückredet. Absolut. Und sie hat gesagt dann, na, Herr Inspektor. Ganz, ganz nonchalant, das ist ein Schnittler. Das ist ein Schnittler. Naja, konnte aus dieser Zeit sind heute nicht mehr rechtvertreten. Ich wüsste nicht, ob ich das noch zusammenpacken würde in der Nervosität, wenn mich ein Polizist fragt. Was rauchen Sie denn da? Ja, ein Schnittlauch, kein Problem. Vier Worte, muss da wurscht sein. Muss da wurscht sein, ja eben. Passt übrigens sehr gut zum Schnittlauch. Ja, perfekt. Wurscht. Wo? Naja, und dann, kurz danach, passiert eben der zweite Mord. Genau an der gleichen Stelle, auch wieder in Wien-Mitte, an der gleichen Scheißbank, mit dem gleichen Obdachlosen daneben, der den Mordopfer dann noch anschnort wegen einer Zigaretten. Der zieht dann, was zieht er nochmal raus? Mentholzigaretten. Oh, Jesus. Ich weiß gar nicht, ich habe einmal in meinem Leben Menthol geraucht. Sie schmecken wie die Kaugummis. Ja, und das macht sie wahrscheinlich attraktiver für Rauchanfänger. Ja, eben. Und der Obdachlose sagt, na geh erst, in der Not frisst der Teufel fliegen. Die Wahrheit spricht aus ihm heraus. In Vino wäre das, nicht? Ja, absolut, absolut. Ja, vor allem, weil er gesagt hat, beim ersten Mordopfer nämlich noch, dass er nicht betrunken ist, weil er zittert nicht. Oder? Genau. Nein, ich war nicht. Ja, und vor allem währenddessen er schlingert wie ein Matrose während Seegang. Wie ein nicht richtig angeschraubter Reifen. Schönes Bild, schönes Bild. Nein, aber wirklich, der Obdachlose, der hat mir so gut gefallen, das war ein Wahnsinn. Ist dir sonst noch was aufgefallen?
Naja, als alten Nostalgiker und Bahnfan natürlich jede Art von alten S-Bahn-Zügen. Die Stadtbahn, ah, die Stadtbahn habe ich ja erstens, hochgefeiert. Genau, richtig. Die Stadtbahn hat es gegeben, die alten S-Bahn-Züge, die Wien-Mitte waren nicht komplett überbaut und so betoniert. Kaum überbaut. Ja, es war ein Wahnsinn, ich ja. Ich kannte es, ich kenne es nicht. Nein, ey, wir haben keine Ahnung, wie das Teil ausschaut. Also wir wissen es jetzt, weil wir es uns wieder angeschaut haben, aber vor allem, das waren die Züge, die nach Remweg gehen. Oder nach Norden? Doch, ja, die kommen am Rennweg vorbei. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass das nicht mehr überdacht ist und einigermaßen warm. Das, ich meine, es war Winter in der Folge, es hat geschrieben ohne Ende. Vor allem, es war es irgendwas Mitte Jänner und es schneit urviel und wir so, nein, es ist Mitte Jänner, es wird nicht wirklich schneiden. Und wenn es schneit, dann bleibt es nicht liegen. Das kennen wir nicht. Man muss aber bitte auch die Rolle des Sandlers hervorheben als wundervoller Wetterfrosch, immer wiederholt betont hat, es ist ja kälter noch als gestern. Ja, eben. Also ich muss sagen, wenn der ORF also die Eier gehabt hätte damals, dann hätten sie den Typen definitiv einfach scherzmäßig einmal im Monat oder so bei der ZIP die Wetternachrichten ansprechen lassen sollen. Oder nur, was weiß ich, ORF Wien oder so irgendwas. Das wäre großartig gewesen. Der Typ wäre der beste, weil er hätte nicht gesagt irgendwelche Zahlen oder wie viel Prozent, sondern... Hoch und tiefs. Ja, eben, sondern, naja, wahrscheinlich wird es mehr schneiden als morgen oder heute oder was auch immer. Aber definitiv wird es kälter. Ja? Also das wäre wesentlich interessanter gewesen, als was es war. Nein, also definitiv eine Wahnsinnsfolge. Vor allem, sie haben uns doch nochmal fehlgeleitet. Sie haben gesagt, wir haben alle geglaubt, dass der Mörder der Typ in der braunen Lederjacke ist. Mit dem Trans Am? Okay, er hat ein tolles Auto. Aber ich schätze mal, der Trans Am war damals die billige Variante von einem Porsche, oder? Kleine Eier, kleiner Trans Am? Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Weil SUVs damals gab es ja noch nicht. Nee, okay, G-Klasse hat man sich hier schon kaufen können, oder Buch G damals, aber... Ja, aber ich meine... Das hat ja noch nicht denselben Stellenwert. Ja, eben, genau. Also das muss man ja auch noch mit reinkalkulieren. Aber definitiv ein Wahnsinnsgefährt. Wirklich, ein tolles Auto. Und wir haben wirklich geglaubt, dass er der Mörder ist. Wir haben wirklich gedacht, dass er der Mörder ist. Wir haben wirklich gedacht, dass er der Mörder ist. Er war es dann nicht, vor allem weil das Beste, er ist gestellt worden durch den Kollegen vom Kottern mit den Krücken. Ja, und vor allem der beste Krückenwurf jemals im Film. Er wirft die Krücke genau im richtigen Moment um die Ecke, so dass es den Typen um die Haxen schlingt und er fällt um. Und dann wird er gestellt. Vor allem, wir merken wieder mal, es hat eine dezente Kritik an Rauchern, weil der Kottern hat überhaupt keine Kondition. Weil er sich dauernd an der Brust hält und so, was machen wir jetzt? Während er läuft. Also, weißt du bei der Gelegenheit eigentlich, woran der alte Kottern-Schauspieler gestorben ist? Ich habe keine Ahnung. Das wäre jetzt interessant, ob das wenn an Lungenkrebs gestorben ist, dann ist das doppelt lustig. Oder an einem Herzinfarkt. Ich meine, vielleicht ist eine subtile Kritik am Vorgängers eingebunden. Ich muss es nachschauen, das werden wir definitiv in der nächsten Folge. Aber wie gesagt, die Frau war dann im Endeffekt der Mörder. Sie, die Mörderin, wird das gegendert? Ja, definitiv. Heutzutage gendern wir alles. Okay, also die Frau ist die Mörderin. Sie hat in einem Jagdsport-Schießclub trainiert und damit ist sie dann so gut geworden, dass sie eben dann ihren Mann und dem Kumpanen vom Mann, mit dem er die Banken überfallen hat, umgebracht hat. Aus dem Weg geräumt. Oh, wow, und vor allem der Schuss, du als Rettungssani sagst, dass der Schuss in den Lungenflügel ihn nicht gleich umbringen hat sollen. Ich gehe mal schwer davon aus. Nein, also ich möchte wirklich deine professionelle Kritik daran hören, weil das ist etwas, worin ich kaum Ahnung habe. Selbst wenn ich war Zivi, aber mein Zivi-Dasein war recht rudimentär in der Blutspendezentrale. Mehr als
Bundesheerler umeinander schicken habe ich nicht gemacht. Also, ja. Naja, nach der... Also der erste ist definitiv gleich. Das war logisch, weil das war in die Brust von vorne beim Herz. Er war tot, ich habe die Wunde gar nicht ehrlich gesehen. Es war beim Herz. Sagen wir mal. Lassen wir es mal. Weil er hat sich so hingehalten, also ich schätze mal, das war ein Herzschuss. Weil da stirbt man gleich. Ja. Wenn es das Herz erwischt, ist es sofort. Aber der zweite war definitiv von hinten in den Lungenflügel, also in den Rücken von hinten. Also bitte. Also mit meinen rudimentären Anatomiekenntnissen, die ich erworben habe, in einer sehr langatmigen Lesung eines sehr langatmigen Kollegen meiner Rettungsorganisation, angehender Doktorand, aber trotzdem verdammte Schlaftablette, muss ich sagen, das hätte wird eigentlich... Wird sich der nicht, das anhören? Wenn ich ihn dazu bewegen kann, durchaus, allein nur für diese Stelle. Er weiß, wer er ist. Ja, genau. Muss ich sagen, das hätte ja nicht einmal die Lunge getroffen. Aber ich meine, der Effekt war wundervoll, ich muss ehrlich sagen, für die damalige Zeit. Ja, ja. Weil ich sehr begeistert, dass ein Schuss so unglaublich filmreif inszeniert wurde mit den Mitteln des ORF. Absolut, absolut. Ja. Und aber Sattel. Egal. Und Sattel. Sattel, bitte. Sattel. Keine Ahnung, wer Sattel ist, aber die haben das anscheinend hergestellt. Im Auftrag des ORF. Ja. Yes. Prost. Also du meinst eben, dass dieser zweite Schuss ihn nicht gleich umgelegt hätten sollen? Ich weiß nicht, was waren damals, vielleicht war damals die Reaktionszeit von der Rettung nicht so schnell genug, dass sie, übrigens, die Rettung ist überhaupt nicht vorgekommen dieses Mal. Ich fand das sehr schade. Weil in der ersten Folge war zumindest die Rettung da, um die Leiche in den scheiß Rettungswagen zu schieben, aber diesmal war überhaupt nichts. Keine Rettung da, keiner hat festgestellt, ob er wirklich tot ist, es war gleich die Polizei da und sie hat gesagt, ah ja, er ist tot. Ja, also... Mehr braucht man heutzutage auch nicht, bitte. Ich hätte es sehr gern gesehen, weil ich glaube, dass zu der Zeit noch Rettungswagen mit grünem Anstrich, so wie einer zum Beispiel in der Rettungsstation Herrn Alz noch steht als Museumsstück. Die würde ich mir gerne mal anschauen. Das wäre großartig. Ist Rettungsmuseum? Wir können eine Retro-Hobby-Episode von Kottern schießen. Na, absolut. Du wärst definitiv der Schrammel. Oder der Rettungssaal, ich müsste halt einen sehr fetten Schnauzer, wie auch bei der Rettung übrig war. Die Frauen, alle müssten einen fetten Schnauzer tragen, das ist definitiv ein... Frau mit Bart. Oh, die Edith mit dem Frauenbart, mit dem dezenten, wobei die Frau generell, also ich muss sagen, ich habe noch nie eine so heiße Frau, so elegant einen wirklich dezenten Damenbart tragen sehen, wo man sagt, die ist immer noch scharf. Man möchte sagen, dass sie eigentlich die Hälfte ihres Sexappeals verlieren würde, wenn sie nicht kaum erkennbaren Damenbart nicht haben würde. Ja, eben genau, es ist wirklich ein Hochal. Ein Hochal würde man heutzutage sagen. Ein Hoch, oder vor 10 Jahren, oder vor 20. Keine Ahnung, aber ein Hochal. Man sieht, richtig. Ja, wobei, wir kitzeln wahrscheinlich mehr als sie. Naja, aber wir sind natürlich alle heutzutage abrasiert da unten und wir spüren das natürlich. Also nicht. Ja, jedenfalls. Also wir wissen, dass die braune Jacke definitiv nicht der Mörder war. Außerdem, wie gesagt, schier. Dafür, dass er vom ersten Mordopfer die Frau, die wesentlich besser ausgesehen hat, bedienen durfte. Aber nicht besser als die Edith, muss man merken. Ja, aber generell, die Frauen haben durch die Bank besser ausgesehen als die Männer. Die Schauspieler meine ich. Also ich weiß nicht, ob das einfach sexistische Selektion ist, dass man einfach generell schöner aussehende Schauspielerinnen nimmt als Schauspieler oder dass das einfach Tatsache ist für uns jetzt als Männer, dass wir die Frauen einfach attraktiver finden. Aber die Frau vom Kottern ist heißer, die Tochter vom Kottern, die 24 ist oder 25 jetzt sein muss, ist heißer, die Edith ist heiß. Es ist einfach generell, die Frauen sind durch die Bank eigentlich hübsch. Das war in der ersten Folge nämlich nicht, weil in der ersten Folge waren wirklich, wirklich grantlerte, eure Weiber dabei. Neben den grantlerten, alten Männern, die auch, also da war... Das Gesamtbild war gegendert. Ja, es war, also ich muss sagen, also, oh, wir haben noch gar nicht über die Sekretärin vom Kottern geredet, die diesmal nicht einmal einen Brief schreiben hat dürfen, weißt du, weil das hat sie früher machen dürfen, sie war an der Schreibmaschine und hat wenigstens was diktiert bekommen. Diesmal ist sie nur in einer fucking Ecke gestanden und jedes Mal, sie war nicht einmal im Bild drinnen und erst wenn man über sie geredet hat und gesagt hat, man möchte einen Kaffee haben, war sie im Bild. Und dann hat sie einen Kaffee gemacht in einem italienischen kleinen Und der war immer zu heiß.
Für Nichtkenner, muss man sagen. Ja, immer die Leute, die neu angeboten bekommen haben, haben einen zu heißen Kaffee bekommen. Wie auch immer das geht. Das war aber ein nicht zu vernachlässigender Anteil des Gags, des Humors in dieser Folge. Zwei Leute Absolut. Haben sich die Lippen verbrannt und Cotton hat ihn genossen, weil er hat es gewusst. Er war ja, ein Kenner. Ja. Er war ein Kenner. Ja. Von der Chef hat sich die Lippen verbrannt, als wäre der Chef komplett neu zu der Sektion. Weil so wie die geredet haben, hat es ausgeschaut, als wären sie alte Kumpels. Okay. Ja. Nein, aber so generell machen wir ein bisschen abschließendes Fazit. Wie hat dir die Folge gefallen? Als Cotton Jungfrau. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Angeblich ist der Titel Nachttankstelle, also auch sehr prägend. Also da weiß man ja schon die Hälfte von der Story. Ich möchte dich auf jeden Fall wieder dabei haben. Also ich hoffe doch sehr. Definitiv. Also vielleicht nicht zu der Folge, aber du kannst sie ja wieder anhören oder anschauen. Aber definitiv möchte ich dich bei der nächsten Folge wieder, also bei einer Folge wieder dabei haben, weil das war a good time. Absolutely. Ja. Nein, aber ich möchte sagen, Cotton ist die Art von Wiener Arschloch. Ist es sehenswert? Durchaus. Cotton ist die Art von Wiener Arschloch, die man gerne sieht und die man doch irgendwo sympathisch findet. Und das möchte ich gerne weitersehen. Charmantes Arschloch. Möchte ich gerne weitersehen, möchte ich gerne wiedersehen. Ja, und du hast gesagt, du würdest das dir mit deinem Dad anschauen. Durchaus. Mein Vater, ich hoffe, dass ich ihm jetzt diesen Link geschickt habe, dass ich diese Folge anhören kann, hat mir schon oft erwähnt, dass er den Schmäh vom Cotton, dass er den sehr gerne hat und dass da der Humor noch genauso eine andere wie, genauso Sorte wie war. Mein Papa. Ich sollte ihn auch mal einladen zu einer Folge, weil das wäre wirklich interessant, weil er hat die Zeit ja wirklich miterlebt. Er hat die Erstausstrahlungen miterlebt. Und das ist ja ein komplett anderes Gefühl, finde ich. Oder? Sicher, ja. Absolut, oder? Damals war das noch zeitgemäß. Ja, eben, weil sie wissen ja, wie es wirklich damals war. Wir sehen das ja nur durch die Linse von, wie wir es erleben, durch die Linse von Cotton. Wir haben ja keinen anderen Kontext im Endeffekt. Und das ist wirklich interessant. Also, wieder mal definitiv sehenswert, definitiv jetzt von meiner Seite aus sehenswerter als die ersten zwei Folgen, obwohl die auch großartig waren, einfach wegen einem Rassismus, Sexismus, einfach der furchtbaren Mensch, der Cotton ist in den ersten Folgen. Wegen der Nockerten in der ersten Folge, die ich mir immer noch ansehen muss. Erste Folge, ja genau, weil da gibt es eine Studentin, die sehr heiß ist und sehr nackert ist. Oh yeah. Ja. Hu. Sie fluchen auch immer noch in der dritten Folge. Also ich muss sagen, der Cotton bleibt classy, Im wienerischen Sinn, er ist einfach ein Original und er bleibt auch großartig jetzt auch in der dritten Folge und wir hoffen, dass es auch in den weiteren Folgen großartig bleibt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich danke dem Stefano. Liebend gerne. Ich habe mich sehr gefreut, danke dir auch. Ja, danke, dass du da bist und da warst. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder und hören uns mal wieder in einer zukünftigen Folge. Ja, und ich hoffe, ihr alle seid bei der nächsten Folge Cotton wieder dabei. Macht's gut. Und danke.